Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Pünktlich zum Jahresende wollte ich jetzt nochmal einen kleinen Vlog raushauen, denn ich habe mir hier ein paar Punkte notiert, zu denen ich etwas sagen wollte und würde natürlich auch gerne eure Meinung dazu hören. Ursprünglich war die Liste eigentlich mal ein bisschen länger gewesen, ich habe den alten Zettel verloren, deswegen musste ich auf die Schnelle nochmal so die Sachen aufschreiben, die mir jetzt eingefallen sind. Deswegen lasst euch überraschen und wir fangen einfach mal an. Das erste Thema, was ich jetzt hier auf der Liste habe, wird wahrscheinlich auch die meisten interessieren, denn der Pixel Club kommt zurück. Ja, lange hat es gedauert, um genau zu sein, 2 Jahre. Ich glaube, die letzte Ausgabe habe ich wirklich im Dezember vor 2 Jahren aufgenommen, mit dem Hoodie Nerd zusammen. Und seitdem kam einfach nichts mehr. Und es haben schon sehr, sehr, sehr viele gefragt, wann dann wieder der Pixel Club kommt. Und ich habe das eigentlich auch schon alles in den Kommentaren beantwortet. Aber für alle, damit das alle nochmal mitbekommen, erkläre ich das nochmal ausführlich, warum das Ganze sich jetzt so hingezogen hat. Ja, lange Story. Und zwar, ich hatte ja hier den Umzug gehabt, ne? Und ich habe hier einfach auf Biegen und Brechen keine passende Location gefunden, wo ich das hätte machen können. In der alten Wohnung war das ja noch ganz okay. Da hatte ich ja das Sofa gehabt, da hingen die Bilderrahmen mit den Postern aus dem Club Nintendo, die Lavalampe und all so ein Bullshit, den ich da stehen hatte. Das hat sich ja wirklich angeboten. Ja, aber hier, ich habe einfach keinen passenden Platz gefunden. Vor den Vitrinen wäre Bullshit gewesen, vom Spieleregal natürlich auch. Der Röhrenfernseher wäre natürlich noch eine Idee gewesen, aber da sah das ganze Setting so, weiß ich nicht, so kahl aus. Das hat irgendwie nicht so gepasst, wie ich es gerne hätte. Und irgendwann hatte ich dann die Idee gehabt, es vor der Fensterbank zu machen. Also, ne, man sieht das da vielleicht da hinten so ein bisschen. Oder aus der Roomtour, da habe ich ja so 2 große Fenster, wo schwarze Rollos vorhängen. Und dann wollte ich eigentlich davor sitzen und auf der Fensterbank dann irgendwelche Sachen draufstellen. Lavalampe, alte Konsolen und so ein Kram eben. Hatte da auch mal eine Testaufnahme gemacht, das sah eigentlich auch ganz gut aus, aber ich war damit jetzt auch nicht so mega zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Ja, auf jeden Fall, ich wollte damit eigentlich weitermachen und hatte das eigentlich auch so geplant. Aber dann kam ja die nächste Sache, nämlich die Kamera. Ich habe ja jetzt die Canon G7X Mark II, genau. Und mit dem alten Camcorder habe ich natürlich auch die Pixel Club Aufnahmen gemacht, der... Ja, die Kamera, die hatte so einen speziellen Filter, der hieß, glaube ich, klassisch oder irgendwie sowas. Und deswegen, ich musste eigentlich nie was nachbearbeiten von der Optik her, weil das sah einfach schon vom Grund aus her so kacke aus, dass ich das gut fand. Und ich habe auch nichts mehr gefunden, wie ich das hätte machen können. Also, die Kamera wollte ich jetzt auch nicht nur behalten für den Pixel Club, weil das wäre dann so ein bisschen, ja, zu unnötig. Weil ich habe für die Kamera, glaube ich, noch 300 Euro bekommen oder so, deswegen... Die habe ich natürlich verkauft, weil die brauche ich dann in dem Sinne ja auch nicht mehr. Nur da hatte ich dann halt das nächste Problem. Wie mache ich jetzt die Pixel Club Ausgaben ohne die Kamera? Und dann stand ich da wieder mit meinen 3 Problemen. Das Setting hatte ich nicht, hatte ich zwar, aber war damit nicht ganz zufrieden. Ich hatte keine passende Kamera mehr. Und ich wusste einfach nicht, was ich da jetzt machen soll. Und jetzt kam letztens der Ideenschwung überhaupt. Und zwar habe ich mir... Oh, das liegt hier sogar zufälligerweise... Das ist der Hammer, ich sag euch das. Und zwar habe ich letztens überlegt, wie könnte ich diese blöde Optik von diesen 90ern hinbekommen oder so 2000ern. Denn ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass Pixel Club nicht mehr so Anfang der 90er spielen wird, sondern eher so kurz vor der 2000er Wende. Und das werde ich alles nochmal in einem speziellen Pixel Club Vlog erklären, also... in Pixel Club Manier natürlich, also nicht jetzt hier so wie dieser Vlog, sondern... Der Pixel Club Typ macht halt einen eigenen Vlog und erzählt halt, warum all die Jahre jetzt keine Videos mehr kamen. So, auf jeden Fall habe ich dann halt überlegt, was könnte ich machen, was könnte ich machen? Und da fiel mir ein, wieso kaufe ich mir nicht einfach eine alte Kamera? Erst hatte ich die Idee gehabt, dass man irgendwie so einen alten Kassettenrekorder sich da irgendwie zulegt. Dann habe ich gedacht, nee, das wäre zu aufwendig, die ganze Kassetten, die ganzen Kassettensachen dann auf den PC zu übertragen. Und dann kam mir die Idee, ich könnte einen Digitalrekorder oder so eine Digitalkamera kaufen von damals, die halt optisch genauso kacke aussieht. Und ich muss euch sagen, ich bin fündig geworden. Ich habe hier von Medion, ach ja, ich habe ja manuellen Fokus drin, von Medion habe ich hier so eine, ja, kann man dazu Camcorder sagen? Es ist auf jeden Fall so ein kleiner Camcorder. Und das ist der Hammer, also alleine, oh, der geht schon an, alleine, dass ich den Bildschirm so drehen kann, als wenn ich hier, na, so jetzt vloggen würde, das ist schon sehr, sehr cool. Und die Optik, die ist einfach unfassbar kacke. Also,
Ich kann, die Kamera ist von 2007. Von 2007, aber ich kann sie halt mega gebrauchen, weil von der Optik her, das sieht aus wie kurz vor den 2000ern, von der Qualität her. Das Bild ist 4 zu 3, das heißt, ich muss das nachträglich auch nicht bearbeiten. Das musste ich beim alten Camcorder natürlich machen, weil da war das Bild 16 zu 9. Oder musste ich natürlich immer so vom Gefühl her gucken, wie passt das Bild, könnte das passen, passt das nicht. Und wenn ich viel Pech hatte, musste ich das ganze Video nochmal machen, weil ich statt hier oder statt hier halt da saß und dann konnte ich das nicht mehr verschieben, weil da war schon die Wand und so. Deswegen, das Bild ist hier 4 zu 3, das ist schon mal mega gut. Und ich kriege gerade aufs Ohr, dass, ja, wir haben einen kleinen Einspieler, höre ich gerade. Sehr schön. Clemens, wir müssen unbedingt bald mal eine Videoreihe zu diesem Magazin hier machen oder eine Sonderausgabe, weil ja bald Weihnachten ist. Wie wir sind live. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie das ungefähr aussieht. Also, ich muss sagen, die Kamera erfüllt all meine Bedürfnisse von 2007 und das Bild hat 4 zu 3, 480p und ich kann damit stundenlang aufnehmen und die Optik passt einfach so um die 2000er-Wende herum. Ja, für den Hintergrund habe ich mich jetzt bei dem Kallax-Regal hier festgelegt, weil das für mich eigentlich sehr praktisch ist. Dann kann ich das Ganze hier am Schreibtisch organisieren und wenn ich das Ganze so ein bisschen gestalterisch dann noch ein bisschen aufwerte, sieht das sogar noch ein bisschen retro-lastiger aus. Ich meine, klar, das da oben, das wird man natürlich nicht alles sehen, sondern wirklich nur so die ganzen Konsolen und Big Boxen, das, was man so damals in der Zeit halt alles so kannte und gesehen hat. Muss reichen, ansonsten muss ich mal schauen, was ich noch gestalterisch machen kann. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen. So um die 2000er-Wende wird der Pixel Club jetzt halt spielen, aber da werde ich dann im Vlog für den Pixel Club nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Beziehungsweise der Typ, der den Pixel Club da aufnimmt, erzählt, warum und wieso er kein Geld mehr hatte und so weiter. Ihr könnt mir mal übrigens für den Na, also für den Typen, der, also für mich, ach, ihr wisst, was ich meine, der Typ, der im Pixel Club sitzt und da alles erzählt und so. Ich habe für den irgendwie gar keinen Namen. Also, was hatte ich mit dem Finch mal besprochen? Ich weiß gar nicht, Manfred oder so wollten wir beide den eigentlich nennen. Aber vielleicht habt ihr ja Namensvorschläge für den Moderator vom Pixel Club. Ich habe keine Idee, mir fällt da nichts Cooles ein. Gerne damit unten in die Kommentare. Das nächste Thema lautet Back to the Roots und da brauche ich jetzt unbedingt eure Meinung zu, denn ich würde gerne zwei Rubriken von damals wieder mit auferleben lassen. Das eine wären Gameplays und das andere wären Reviews. Habe ich damals sehr gerne gemacht und sehr viel Spaß dran gehabt. Und jetzt zu Nintendo Switch-Zeiten würde ich sowas natürlich auch gerne machen, weil ich habe so gut wie jeden Monat ein neues Spiel, ob jetzt Retail oder aus dem eShop. Und ich würde sowas halt gerne mal wieder vorstellen. In Form eines Gameplays, das ich dann zeige, so sieht das Ganze aus, das und das kann man hier machen. Man kann sich natürlich über den Namen streiten. Ich meine, der Finchi nennt sowas ja Finchi zeigt euch was, glaube ich. Oder? Finchi, kannst mich gerne korrigieren. Aber mir fällt sowas in der Art irgendwie nicht ein. Also, Consolero zeigt euch was, wäre natürlich ziemlich bescheuert. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Also, wenn ihr Ideen habt, unten in die Kommentare damit. Ansonsten überlege ich halt auch nochmal, wie man sowas umbenennen könnte. Ansonsten belasse ich es halt bei Gameplay. Und dann würde ich halt auch noch gerne Reviews zu einem Spiel machen. Zum Beispiel, wenn ich. Nehmen wir mal Stardew Valley. Da habe ich richtig Bock drauf, mal so ein Gameplay zu machen, wo ich euch zeige, das kann man alles machen. Und das Material kann ich dann so gesehen auch für eine Review verwenden, die ich dann auch gerne machen würde. Also so gesehen zwei Videos. Und dann erzähle ich in der Review nochmal, was ich dann alles gut fand an dem Spiel. Was war toll, was war eher nicht so gut, war das Spiel im Insgesamten, taugt das was und so weiter. Ihr wisst ja, wie eine Review aussieht. Und das habe ich halt damals sehr, sehr gerne gemacht und würde es jetzt gerne weiterführen. Nur das Problem ist halt, ich habe keinerlei Ahnung, wie ihr das finden würdet. Denn wenn ich mir das mal so anschaue, ich habe ja drei Videos zur Nintendo Switch gemacht. Das eine war ein Test-Gameplay zu Breath of the Wild. Da habe ich nämlich meinen ganzen Aufbau mal getestet. Da habe ich die Docking Station hier gehabt, ans Aufnahmegerät geschlossen, das Mikro hier aufgebaut und so weiter. Und wollte einfach mal gucken, wie sieht das Ganze aus, funktioniert das, kann man das so machen. Ja, wenn man sich die Bewertung anguckt, war das wohl nicht so doll, ne? Also ich habe keine Ahnung. Danach hatte ich dann mit dem Finchi zusammen Street Fighter 2 Final Challenger gezockt auf der Switch, kam auch eher bescheiden an und dann hatte ich noch mal ein Video zu Arms aufgenommen und Arms kam auch eher bescheiden an. Deswegen, ich
habe keine Ahnung, also von den Bewertungen her. Ich kann von den Bewertungen her nichts lesen. Es können auch irgendwelche random Leute sein, die das einfach downgevotet haben, warum auch immer. Weil in den Kommentaren steht einfach, ja, keine Kritik drin. Ich kann damit nichts anfangen. Ihr könnt ja bewerten, wie ihr Bock habt, aber am Ende ist es mir eigentlich Wurst, weil ich kann damit nichts anfangen. Wenn ihr mir nicht sagt, ja, ich fand jetzt das und das nicht so cool oder das und das hätte ich jetzt zum Beispiel anders gemacht, dann weiß ich, alles klar. Hans-Peter hätte gerne gehabt, dass zwischen den Gameplay irgendwie so ein paar Schnitte sind, damit das Ganze ein bisschen zügiger läuft. Dann würde ich das fürs nächste Mal versuchen umzusetzen. Aber solange da keine Kritik oder Vorschläge oder Meinungen in den Kommentaren stehen zu so einem Gameplay-Video, kann ich damit nichts anfangen. Deswegen würdet ihr gerne Gameplay-Videos sehen, weil ich habe da wirklich sehr viel Bock drauf. Es müssen ja nicht immer AAA-Spiele sein wie Mario Odyssey oder Mario Rabbids. Ne? Ich würde dann auch überwiegend sehr viele eShop-Spiele vorstellen, einfach weil ich so schon oft ins Fettnäpfchen getreten bin. Ich habe mir Spiele gekauft, habe einen Trailer gesehen, dachte, ja, das sieht ja ganz nett aus. Zum Beispiel Oceanhorn. War ich sehr gehypt, gerade von dem Trailer, und dann habe ich es dann gespielt und dann dachte ich mir so, ne, das war jetzt verschenktes Geld. Und sowas würde ich dann auch natürlich in so einem Gameplay-Video zeigen und vielleicht sogar in einer Review ansprechen. Das Spiel ist eigentlich ganz gut, aber wegen dem und dem hat es mir überhaupt nicht gefallen. Ne? Und so weiter. Ich brauche das ja nicht ausführlich erklären. Ihr wisst, was ich meine, und ich würde halt echt gerne eure Meinung dazu hören. Gerne damit unten in die Kommentare. Jetzt sind wir auch schon beim vorletzten Thema angekommen, nämlich Toplisten/Vorschläge dafür. Ich würde halt gerne mal wieder Toplisten machen, weil sowas kommt halt auch nicht so häufig bei mir vor. Aber es sollen halt auch keine 0815 Toplisten sein, wie meine Top 10 Zelda Dungeons, meine Top 5 Mario Kart Strecken oder... Ihr wisst, was ich meine, was man schon 5 Milliarden Mal auf 3 Millionen Kanälen gesehen hat, ne? Und sowas würde ich dann zum Beispiel auch nur audiomäßig aufnehmen. Also ich würde da gar nicht großartig vor der Kamera sitzen, sondern eigentlich nur mein Audio einsprechen. Und ich kann euch das mal zeigen. Ihr hört es ja wahrscheinlich so ein bisschen, es hallt ja hier so ein wenig. Und ich habe mir halt gedacht, okay, wenn du jetzt schon alleine für die Gameplays, da sitze ich ja auch hier am Schreibtisch und laber nur Audio. Für die Reviews würde ich halt auch wahrscheinlich nur Audio sprechen, und wenn ich Toplisten mache, dann spreche ich auch nur Audio. Und da muss es natürlich stimmen, da muss es perfekt sein, da muss es sich gut anhören. Weil wenn es dann hier so halt wie jetzt, dann ist das natürlich Murks. Na, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Und dann habe ich überlegt und überlegt und dann habe ich mir was Schönes gebaut. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, hier haben wir einen Pappkarton, indem ich Schaumstoff eingepackt habe. Ja, das sieht dann so aus. Und ich muss euch sagen, das Ganze funktioniert sogar. Ich packe einfach hier mein Mikrofon hier rein. Ich habe ja hier an der Seite so einen Schlitz gemacht, damit der Arm von dem Mikrofon da reinfahren kann. Und ich kann euch sagen, es hört sich einfach gut an. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ganze funktioniert, aber von der Soundqualität her ist es wirklich Bombe und das wird für die Videos dann auch sehr, sehr praktisch sein. Gerade für die Toplisten und Gameplays und Reviews und alles, was ich hier einfach am Schreibtisch abarbeiten kann. Von Sound her wird sich das Ganze natürlich alles dann ganz anders anhören. Ich könnte das jetzt natürlich auch aufbauen und testen, aber das wäre natürlich ein bisschen zu Quatsch. Also, ich könnte es machen. So, ich weiß, es sieht sehr dämlich aus, dass ich in so einen Pappkarton reinspreche, aber ich hoffe, man hört die Qualität irgendwie jetzt. Also wenn ich so auf die Audiospur gucke, es hört sich nicht zu laut und nicht zu leise an. Ja, aber wenn ich so meine Videos mache, da denken die Leute auch, ich bin bescheuert. Wie gesagt, ich habe echt Bock, wieder Toplisten zu machen und die ersten beiden würden sogar diesen Monat kommen, nämlich eine Top 10 zu den Nintendo Switch Retail-Spielen und eine Top 10 zu den Nintendo Switch eShop-Spielen. Weil ich möchte das Ganze so ein bisschen aufteilen, denn Retail gab es sehr viele Spiele, die mir sehr gut gefallen haben. Und im eShop gibt es auch sehr viele Spiele, die mir sehr gut gefallen haben. Deswegen mache ich dann ein Video zu den ganzen Retail-Spielen und ein Video zu den eShop-Spielen. Yooka-Laylee zum Beispiel kommt ja jetzt am 14. Dezember. Das wäre dann ein eShop-Titel, auch wenn er dann nächstes Jahr als Retail-Version zur Verfügung steht. Schwierig wäre es jetzt, wenn ich Snipperclips gespielt hätte, weil das war ja anfangs nur als Download verfügbar. Jetzt gibt es das als Retail. Da wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, wo ordne ich das ein? eShop oder Retail? Oder da, wo ich es gespielt habe? Online, also Download oder Retail?
Das wäre wieder so eine schwierige Sache, aber ich habe es halt nicht gespielt, von daher fließt es in die Bewertung nicht hinein. Aber wie gesagt, da gibt es dann zwei Top-Listen, worauf ihr euch dann freuen könnt. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, noch so ein paar Ideen, was ich gerne machen würde. Eine Top 5 zu den Nintendo-Controllern, eine Top 5 skurrile Controller-Alternativen, wie der Power Glove, der Nintendo Scope und so weiter. Da gibt es ja sehr viele Sachen. Und ob es jetzt eine Top 5 wird oder Top 10, das lasse ich mal so stehen. Oder eine Top-Liste zu den First Four Figures-Statuen, die schlechtesten DS-Spiele wie Nichtraucher oder Kochen und all so ein Kram. Habe ich zwar nicht gespielt, würde ich dann aber machen, einfach damit ich mir eine frische Meinung machen kann. Was fand ich am bescheuertsten oder was gibt es dann noch bei DS-Spielen? Wenn ihr schlechte DS-Spiele kennt, packt mal unten rein. Was gab es denn da? Da gab es doch irgendwie was mit... Irgendwas, ich bin der Meinung, irgendwas mit Mutter werden. Irgendwas mit Mutter werden. So Erziehungstyp Kack, keine Ahnung, für den DS. Da gibt es so viel Müllspiele, die man für, ich glaube, 1-2 Euro kaufen kann. Und ich würde es mir dann wirklich kaufen und auch antun. Sofern ich es finde. So, dann habe ich noch verrücktes Nintendo Merchandise als Top-Liste, weil da gibt es auch unfassbar viele Sachen. Also, viele Sachen. Ja, und dann halt noch, was vielleicht ein bisschen zu mainstreamig wird, Splatoon-Waffen und Maps. Das lasse ich mal so außen vor vielleicht. Ja, aber das sind so die Ideen, die ich bisher habe. Was haltet ihr davon? Jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen, denn die letzten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, sind Raumveränderung und Kamerafahrt. Also es gibt jetzt wohl eine Kamerafahrt. Ja, ich habe nämlich die letzten Wochen mal so ein bisschen in meinem Zimmer hantiert, denn ich wollte noch so ein bisschen was aus meinem Zimmer rausholen, denn es ist ja nun ziemlich groß, aber ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, da irgendwie ein Sofa hineinzustellen, weil ich brauche es eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, was kann man denn draus machen, gerade auch wegen dem Hall, den ich hier drin habe, das Ganze so ein bisschen zu reduzieren und hier und da. Und dann kam ich halt auf die Idee, dass ich dann halt mein Kallax-Regal, was halt an der Wand stand, mitten in den Raum stelle. Einfach damit das so ein bisschen raumtrennermäßig dann aussieht. Dann habe ich meinen PC-Bereich so ein bisschen abgegrenzt, kann den Hall so ein bisschen reduzieren und habe halt hinten jetzt meine Aufnahmeecke, da wo das Spieleregal steht. Wenn ich denn dort sitze und aufnehme, dann sieht man auch noch so ein bisschen vom Kallax-Regal, von der Optik her, dann sieht man da die ganzen N64-Konsolen und sowas. Das könnt ihr zum Beispiel bei meinem letzten Video sehen, dem Lootbox-Video, da habe ich das, glaube ich, dort gemacht. Da kann man das ein bisschen deutlich sehen und ich finde das vom Set und vom Aufbau her ziemlich cool, weil es sieht halt interessant aus. Es ist nicht zu hell, nicht zu dunkel. Okay, ich habe da bei der Kameraeinstellung was verkackt, ne, wo ich hier die Lootbox-Dings da gemacht habe. Da sah das Ganze dann doch ein bisschen merkwürdig aus, aber das lag an mir, weil ich da was an der Kamera verkackt habe. Aber ansonsten sieht es halt wirklich top aus und da habe ich mir halt noch gedacht, okay, das Kallax-Regal hier in der Mitte, das sieht schon cool aus, weil ich habe ja hier außen, das habt ihr ja auch schon sicherlich bemerkt, meine ganzen Kartons von den Statuen stehen. Denn ich möchte sie ungern im Keller lagern, falls da irgendwie zu viel Feuchtigkeit drankommt und sonstiges. Und optisch sehen sie halt auch ganz cool aus, deswegen das passt perfekt dort in die Ecke hinein. Und hier seht ihr zum Beispiel, ist noch so ein Kallax-Regal. Ich habe hier nochmal so ein 1x4-Regal geholt. Ursprünglich wollte ich 2x4, aber ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen too much gewesen. Und wenn ich mir das hier so angucke, war das die richtige Entscheidung, ein 1x4 zu holen, weil sonst würde das Ganze nur bis da vorne gehen. Und ja, das hätte mir nicht so gut gefallen wie jetzt, weil jetzt sieht das Ganze so ein bisschen geschlossener aus und länger. Und ich finde das optisch halt sehr gut, auch jetzt, wo der Röhrenfernseher steht, das passt halt auch sehr schön, weil ich kann halt hier am Schreibtisch sitzen und dann mit dem Funkcontroller rumspielen, das ist auch ganz super. Oder ja, allgemein, ich könnte jetzt hier aus dieser Ecke, ne, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, vielleicht habt ihr es gesehen im Video, in der Kamerafahrt, aus der Ecke hier könnte ich noch einiges machen, eventuell noch eine Vitrine oder ein Spieleregal oder ich lasse das einfach weiß für irgendwelche Sachen. Ich streiche es grün als Greenscreen oder was weiß ich kann da ja richtig viel draus machen, aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange dieses beknackte Video hier ging, weil ich will jetzt auch keinen 20-30 Minuten Vlog machen, weil das guckt sich ja wahrscheinlich kein Mensch freiwillig an. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das war's jetzt von mir. Ich bin auf eure Meinungen gespannt, ne, zu denen, wo ich gerne eure Meinung hätte. Und allgemein könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Vlog fandet.
eure Vorschläge und so weiter lese ich mir sehr, sehr gerne durch, freue mich auch drüber. Und ansonsten sage ich, das war's jetzt erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß noch und haut rein!